fährt. Krokodile sollten auch fliegen können. Ah, das ist ja ein interessanter Zufall. Ihr zwei wollt unbedingt fliegen und ich habe rein zufällig noch zwei freie Plätze bei unserem äußerst interessanten Flugtrainingsprogramm. Hey, dann melde uns an. Warte, ich bin mir nicht sicher, was die Raben angeht. Ich habe gehört, dass man denen nicht trauen kann. Ihnen nicht trauen kann? Wieso denn? Er sieht doch so nett aus. Bist du dir da ganz sicher? Also, bevor wir anfangen, möchte ich noch auf unseren erweiterten Versicherungsplan hinweisen. Nein, keine Extras. Wir haben dir schon die Hälfte unseres Schatzes gegeben. Jetzt bring uns endlich bei, wie man fliegt. Okay, okay. Fliegen ist gar nicht schwer. Alles, was man braucht, ist ein Schubser in die richtige Richtung. Das läuft doch gut, oder? Könnte ich euch vielleicht einen kleinen Flugsnack verkaufen, Leute? Ich hab gesagt, keine Extras! Der Boden! Er rast direkt auf uns zu! Wie landen wir denn? Ah, Landen ist eine völlig andere Angelegenheit als Fliegen, mein Freund. Und Landeunterricht ist in unserem Flugkurs leider überhaupt nicht vorgesehen. Aber zufälligerweise haben wir noch zwei freie Plätze bei unserem außerordentlichen Landetraining frei. Meld uns dafür an! Ausgezeichnet! Wir freuen uns, euch bei unserem Landetraining begrüßen zu dürfen. Und zwar morgen! Wahrscheinlich haben wir heute beide eine wichtige Lektion gelernt, wenn es darum geht, den Raben zu vertrauen. Auf jeden Fall. Bei unserem Landetraining morgen werde ich auf jeden Fall eine Versicherung abschließen. Ja, ich auch.